Hallo AFOPs und Feuerwehrfans, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco und das ist unsere klassische Feuerwache. Jawohl, sie ist angekommen. Die Garage der Feuerwache ist schon seit einigen Tagen hier, habe ich auch bereits vorgestellt. Und jetzt ist die Feuerwache selbst dran. Ich habe ja schon gesagt, die Feuerwache hat zwei Seiteneingänge, hier einen und hier einen. Und es ist vollkommen euch überlassen, auf welche Seite ihr die Garage anbringen wollt. Wollt ihr eine große Feuerwache? Nehmt zwei Garagen, hier eine. Wollt ihr eine riesige Feuerwache? Nehmt drei oder sogar vier Garagen. Man kann die nämlich auch in Reihe schalten. Die haben ja auch auf beiden Seiten jeweils eine Tür. Die Türen sind alle nach innen gerichtet, die kommen sich also auch nicht ins Gehege. Und ist also ein, in der Hinsicht schon modular ein Gebäude. Wir haben, das muss ich sagen, ziemlich coole Farben. Ich mag diese Farben. Ich mag das Dark Green, das dunkle Grün hier außen. Auch bei den Regenrinnen hier, bei den Fallrohren. Der Hydrant ist in Rot, wie sich es gehört. Das hier unten ist Medium Dark Flash. Das ist so ein Mittelding zwischen Tan und Braun. Wir haben Lightbush Gray, wir haben Dark Tan. Auch der ganze Bereich hier ist Dark Tan, also quasi dunkelbeige. Wir haben hier oben Dark Bluish Gray, auch am Dach. Und wir haben hier jede Menge Mauersteine in Dark Red und Reddish Brown natürlich. Und diese Kombination aus diesen ganzen Rot- und Brauntönen zusammen mit dem Grau, das hat so was schön Warmes, Uriges. Auch ein bisschen Altes. Ich mag diese Farben. Ich baue es sehr gerne mit ihnen. Ja, das Gebäude ist ziemlich hoch. Wir haben hier 47 cm. Und dieser Turm hier, der hat im Inneren sicherlich, so stelle ich mir das vor, eingebaut ist es nicht, eine große Sirene, dass man hier im ganzen Ort hört, wenn Alarm ist, klar. Und früher, so hat mein Vater, der Feuerwehrmann war, mir das erklärt, hatten größere Feuerwachen auch solche Schlauchtürme, in denen Schläuche zum Trocknen aufgehängt wurden. Bei moderneren Feuerwachen brauchte man das dann nicht mehr, da hatte man dann auch Türme, um ja, so Zugriff üben zu können und so. Aber hier wurden Schläuche aufgehängt. Hier außen dran hängen sogar momentan welche. Ich glaube, die hingen früher auch innen. Man brauchte halt, damit die gut austrocknen, auslüften und nicht irgendwie innen modern, brauchte man einen Bereich, wo man sie halt senkrecht aufhängen kann. Und wenn das halt irgendwelche 10-Meter-Schläuche oder so waren, dann brauchte man auch einen entsprechenden Turm. Wir haben hier einen Hintereingang und einen großen Vordereingang. Und jetzt wollen wir natürlich auch reinschauen in das Gebäude und das machen wir diesmal von oben nach unten. Warum? Das zeige ich euch. Das hier ist das Dachgeschoss. Wir haben keinen Durchbruch für eine Treppe. Brauchen wir auch nicht. Die Treppe ist nämlich im Turm. Und jawohl, es gibt hier eine Tür im Turm. Man geht die Treppe hoch, nimmt die Tür nach hier und steht dann genau hier. Also hier ist die Grenze, ne? Hier kommt der Turm. Man ist dann in diesem Raum. Es gibt noch eine Zwischentür, um in den anderen Raum zu kommen. Und wie auch bei der Garage, kommt ihr an diese Innenräume heran, wenn ihr so eine Gaube abnehmt und das aufklappt. Kann man also machen. Mache ich hier jetzt nicht nochmal. Ist innen auch weiterhin nicht eingerichtet. Ihr habt halt diese Zwischenwand und dahinter ist ein leerer Raum. Da könnt ihr theoretisch noch was reinstellen. Was kann man in so eine Feuerwache reinstellen? Ich meine, vielleicht sind die cool und haben eine große Modellbahnanlage da drin. Baut euch eine, beispielsweise. Oder da ist irgendwelches anderes Zeug gelagert. So, das Dachgeschoss. Unter dem Dachgeschoss ist das Obergeschoss. Und im Obergeschoss wird in dieser Feuerwache hauptsächlich geschlafen. Ich kipp das mal. Hier sind vier Betten mit jeweils einem Nachttisch dabei. Sieht sehr gemütlich aus. Warum kann ich das so kippen? Warum fällt das Obergeschoss nicht ab? Weil das Obergeschoss und der Turm fest verbaut sind. Wir haben hier keine Modularität, dass man die Außenwand komplett hochnehmen kann. Wenn ihr das wollt, eine Schicht Fliesen rein und es passt.
Unser Designer, ich glaube, es ist der Alex, hat hier einen anderen Weg gewählt, denn, haha, diese Betten kann man jeweils herausnehmen und dadurch einen Blick auf das Erdgeschoss werfen. Ah ja, dieses coole Feuerwehrmotorrad gehört auch zum Set dazu. Es sind nur ein paar Teile aufeinander gesteckt, aber ist witzig und hat auch seinen Platz in der Garage, da komme ich noch dazu. Also, wir haben jetzt hier diese Betten, zweimal exakt das gleiche, jeweils mit einer Fußmatte, jeweils mit einem Nachttisch dabei. Cool gebaut hier mit Stud not on top. Eigentlich gehören diese Dinger ja so. Ne? Und wenn man es aber so rumbaut, hier hat man die Baurichtungsumkehr durch diese 2x2 Modified Tile, durch diese Fliese hier. Jetzt geht die Noppe nach unten und zack, hat man einen Lampenschirm. Simpel, aber effektiv. So, ich kipp das jetzt mal, damit ihr einen Blick hier unten reinwerfen könnt. Aber besser werdet ihr das sehen, wenn Bartosz dann mit seiner Kamera nochmal so Fahrten von oben macht. Also ihr werdet dann auch Detailaufnahmen sehen, während ich euch erzähle, was mir da drinnen so auffällt. Aber erstmal einen Blick. Ja, da ist ein Eimer. Ein Blick hier rein. Also wir haben hier die Garage. Die geht ja bis hier vorne durch. Also es ist eine große Garage. Und die geht hier auch seitlich noch ein wenig herum. Da hinten könnte dann beispielsweise auch das Motorrad noch stehen, wenn die Garage voll ist mit einem großen HLF oder LF oder was auch immer. Hier vorne ist ein Büro- und Aufenthaltsbereich. Da ist ein Schreibtisch mit einem Sideboard, da ist ein Telefon. Da hängt auch so ein großer Alarm an der Wand, so eine Alarmglocke, wo es dann ding, 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 ding macht und alle werden wach. Und hier in der Ecke haben wir eine Sitzgruppe mit rundem Tisch. Und daneben steht, gucken, ob ich den rausholen kann. Daneben steht auf einem Sideboard, ne, den kriege ich nicht raus, ohne hier alles auseinander zu rupfen, aber der Bartosz wird es euch zeigen, ein Modellauto, ein Feuerwehrauto. Vielleicht ist es sogar unser großes Blue Bricks Modell, dieses große LF, das auch noch eintreffen wird. Hier ist das Treppenhaus, hier steht ein Kasten mit Getränken, unter der Treppe auch. Es ist bestimmt alkoholfreies Bier, die Leute sind ja im Dienst oder es ist von der letzten Feuerwehrfeier. Wer weiß. Und über das Treppenhaus geht es hoch ins Obergeschoss, ne, zu den Schlafplätzen. Und vom Obergeschoss aus kann man hier über die Tür im Schlauchturm nach oben gehen und dann auch ins Dachgeschoss gelangen. Ja, das sind 4.282 Teile und es sind kaum kleine Teile. Also es ist nicht so, dass hier 500 Teile aus 1x1 Fliesen bestehen, weil wir einen Boden gekachelt haben. Hier unten ist quasi sowas wie Laminat oder Parkett verlegt. Das sind lange Fliesen. Das sind viele sehr große Teile, viele Bricks. Auch sehr viele, man sieht es hier beispielsweise, sehr viele Mauersteine. Ne? In Light Bluish Gray sind sie verbaut. In Medium Dark Flash sind sie verbaut. In Reddish Brown sind sie verbaut. In 2-Breit, in 4-Breit. Herrlich. Jede Menge Baumaterial. Aber ich soll ja nicht über unsere Sets sprechen als Teilespender, auch wenn das Set definitiv ein schöner Teilespender wäre, wenn es nicht so ein cooles Modell wäre, das man auch einfach so stehen lassen kann. Ich sehe hier einen Burgturm. Nein, es ist eine schöne Feuerwache. Ich liebe dieses Set. Ich finde es toll. Das hat Alex super designt. Und es ist ein schöner, ja, Alternativentwurf, ein schöner Kontrapunkt zur kantigen Betonfeuerwache unserer modernen Feuerwehrstation. Das ist wirklich ein altes Gebäude, ein Fachwerk gemauert, Blumenkästen oben, ein altes Gebäude, wie es ja in einem Dorf oder in einer Kleinstadt vielleicht steht, urig, sieht mir ein bisschen nach Bayern oder nach ländlichem Hessen aus. Vielleicht die Werrau, die Wetterau, wo ich herstamme. Die Kornkammer Hessens. Ja. Die beiden zusammen sehen natürlich ziemlich beeindruckend aus. Und ja, die Betten gehören da rein. Ich weiß, habe ich vergessen. ein Riesenset. Unsere Setnummer 102586. Wie schon gesagt, 1282 Teile.
Preis 159,95 €. 26 cm ist es breit, weil der Turm hier oben tatsächlich eine Noppe übersteht. Stört für gewöhnlich nicht, weil nichts anderes so hoch ist wie dieser Turm. 30 cm tief, wegen des Schildes hier vorne, und 47 cm hoch. Ich würde sagen, der Aufbau ist ein guter Durchschnitt. Es sind keine wirklich schwierigen Bautechniken dabei. Hier oben beim Dach wird es mal ein bisschen komplexer. Aber es ist halt vor allem auch ein großes Set. Ne? Also mit dem Set seid ihr eine Weile beschäftigt. Da ich hier gerade diese Schläuche sehe, nehme ich mal einen raus. Das sind ja sogenannte Flex-Hoses. Ne? Die wird es bei uns auch als Partpacks geben, und zwar nicht in 1000 verschiedenen Längen, sondern einfach ein Partpack pro Farbe, und in jedem Partpack ist dann aufgerollt 5 Meter dieses Schlauchs. Für 5 oder 6 Euro, ich weiß es nicht genau, 5 Meter. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr mal ein großes Feuerwehr-Diorama bauen wollt, mit Figuren, die ihr habt, mit einem brennenden Haus und so, und überall liegen Schläuche, das ist dann das Partpack, das ihr dafür haben wollt. Die Schläuche sind flexibel, wir haben die auch in verschiedenen Farben, die werden wir auch als Partpacks in verschiedenen Farben anbieten. Man kann daraus Treppengeländer, gebogene Geländer, alles Mögliche bauen. Sehr cooles Material, und wir werden dann halt, wie gesagt, riesige Mengen, eine große Rolle davon haben. Unsere Oberleitungen bei diesem Eisenbahn-Diorama, diesem kleinen, das wir euch gezeigt haben in dem Preview-Video zur Eisenbahn, das sind beispielsweise auch Flex-Hoses. Jawohl, für heute war es das damit aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, man kann nie genug Noppensteine haben, und demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Jetzt müssen hier die Betten wieder rein, sonst beschweren sich die Feuerwehrleute.